Okay, jetzt kann ich mit einer neuen Version Ace X machen. Spiel ist normal, Zielgruppen Teenager. Es ist ein Rollenspiel in der griechischen Mythologie. Ich nehme einen anderen Namen. World of Lifecraft. Nee. Sad Story. Okay, wir nehmen Sad Story. Es richtet sich an alle, es ist traurig. Man muss ein bisschen. Was ist denn noch im Hype? Denkspiel. Man muss ein bisschen drüber nachdenken. Okay. Das ist okay, denke ich. So, Lizenz. Können wir eine Lizenz erwerben? Neue Lizenz kaufen? Oh mein Gott, Bro. Was ist das denn? Wir können jetzt hier so eine. Oh mein Gott, wir könnten eine Dingslizenz holen für ein Spiel. Oh mein Gott, ist das teuer. Aber. Ring of Time klingt insane. Wir müssen eins machen, wo noch keine Spiele für sind. Aber, Born to Walk. Ist eine Buchlizenz. Spielzeug. Nee, wir lassen das mal raus. Die Engine hier war unsere Rollenspiel-Engine, ne? Auf dem Katari und das kommt auch auf dem Maple, Teppel. Scheiße. Liniengrafik, Monosound, sonst haben wir nichts, was da relevant ist. Alle Sprachen. Puh. Scheiße, das ärgert mich hier ein bisschen, das Zeug hier. Dass ich hier nicht so reingehen kann, wie ich will. Okay. Ich denke, das ist so in Ordnung. Q&A habe ich noch nicht, nee. Habe ich noch nicht erforscht, glaube ich. Warte mal, Gameplay Features, Password Saves, let's go. Kann ich meine Mitarbeiter irgendwie ein bisschen besser machen, weil die sind alle super meh.
Und Knights of Dreamland ist raus. Ja, jetzt dauert das alles ein bisschen mehr, ne? Aber dafür wird die Entwicklung ziemlich verrückt. Schulung. Trainingsraum, okay. Meine Engine geht weg. Ich meine auch die Motivation. Kann ich meine Motivation ein bisschen erhöhen? Pausenraum. Die erhöht sich, wenn die Mitarbeiter Pause machen. Aber ich habe ja einen Pausenraum. Ich den größer machen, was? Ich habe den mal automatisch ausgestattet. Mal gucken, was die reinballern. Mitarbeiter. Mitarbeitereinstellungen. Ah, ich mache die Motivation. Ah, hier. Das finde ich gut. Crunchtime runter. So. Machen wir die Motivation mal ein bisschen besser. Ah ja. Ich will mehr Messestände. Das hat sehr viel geholfen. Sad Stories Entwicklung. Live 2 und Bazooie auf keiner Konsole. Nice. Soll man mehr Pause machen? Sorry. Ich habe das mit der Crunch-Time falsch definiert. Ich will keine Crunch-Time haben. Live 2 ist vom Markt genommen worden. Oh, Strategie-Genre. Let's go. Alter, Bazooie hat einfach über eine Mille eingespielt. Digga, ich hoffe, dass das hier wird auch krass. Das hier wird auch sehr, sehr krass. Das hat auch, das ist so krass, Chat. Okay. Wir haben Adventure und griechische Mythologie. Wir müssen dafür einen Publisher finden. Hier unten haben wir bei Sunwork hätten wir was. Alter, ich verstehe die Bewertung nicht. Guck dir das mal an. Ah, der Sound, ne? Aber es ist so schwierig, das ausgewogen zu haben. Dritte Plattform wurde freigeschaltet. So, ich glaube, das wird krass. Ich glaube, Sad Story wird krass. Oh mein Gott! Bruder, wir pushen direkt einen Addon raus. Kostenlos. Für Sad Story. Auf Maximum angelehnt. Und pushen direkt nochmal hinterher. Holy fuck, Bro. Ich bin reich. Sad Story.
Ist gar keine Sad Story. Holy shit. Okay, wir müssen jetzt expandieren eigentlich. Was kostet das? Okay, können wir nicht expandieren. Kostet zu viel. Kostet zu viel. Ich wollte eigentlich direkt hier rüber gehen. Okay, wir lassen Sad Story nochmal ein bisschen auslaufen. Kostet 5 Millionen. Das ist so viel Geld. Ich mache mal ein paar Themen, die ich hier durchbügel. Alter. Alter. Wir brauchen mehr Spiele. Lass uns einen Spin-off von Sad Story machen, wo es um Spin-off weiß ich jetzt nicht. Rennspiele. Wo es um die Apokalypse der griechischen Mythologie geht. Weiß ich nicht. Wir warten mal ab. Ich mache den Spin-off, sobald der Trend weg ist. Das ist, glaube ich, das hält noch 28 Wochen. Lass uns da erstmal so lange reingehen mit Updates und Add-ons und so. Das ist viel besser, glaube ich. Höhere Spiellänge. Lass uns mal ein kostenpflichtiges Add-on für Sad Story machen. Alles auf Maximum. Unterthema ist alles dasselbe. Sad Story Add-on. Das geht nochmal, das wird nochmal ein bisschen besser in der Technik. Und das hat Passwort selbst, oder? Ich finde es gut, dass du jetzt schon besser bist als The Day Before Studio. Also, das muss ich sagen, da muss ich aber auch sagen, das war jetzt nicht besonders schwer. Oh, Sad Story hat 1 Million eingespielt. So, wir müssen erstmal weitermachen, bis wir die Bugs raus haben. Sag das mal jemand Todd Howard, dass die Fans zufrieden sind, wenn man die Bugs alle rausmacht. Ich rufe ihn an.
krass. Alter, was kostet das? 95 Melonen. Ja, Fortsetzung hiervon fühle ich jetzt erstmal nicht. Wir sind nicht dabei, Chat. Obwohl Sad Story definitiv Game of the Year Kandidat ist. Wir gucken mal kurz rein. In die Charts bei beste Spiele aller Zeiten. Sad Stories auf 52. Sad Stories auf 13. Der All-Time-Charts. Das Add-on von dem Spiel, das es nicht mehr gibt, verkauft sich irgendwo noch gut. Ja, wir müssen. Danach machen wir ein Add-on für Bazooie, aber ich weiß jetzt nicht. Ich will das hier erstmal fertig kriegen. Millionen, Alter, und das verkauft sich immer noch wie bescheuert, Digga. 5 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto. Wenn diese Gebäude nun nicht so teuer wären. Hier unten würde 1,3 Millionen kosten. Vielleicht können wir hier runtergehen dann. Ich glaube, hier unten würde ich ein riesiges Entwicklungsstudio machen und hier oben dann die Forschung. Bazooie ist weg. Abrechnung, ChromeTech. Ja, okay. Kein Add-on, Chat. Kein Add-on. Zack. 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 Addon ist gut abgeschnitten. 73% von Sad Story. Das Addon ist gut. Das Addon ist gut. Okay, ich würde sagen, ich kaufe das hier. Ich würde hier einen Entwicklungsraum machen, der extrem groß ist. So ein Großraumbüro. Das anliegt an ein... Nee, warte mal, das muss ich separat machen. So, das kann ich automatisch ausstatten. $190.000, das kann ich mir leisten. Perfekt. Das Spiel weiß aber auch einfach genau, wie ich meine Räume ausstatten würde. Das muss man einfach mal sagen. Genau so und nicht anders würde ich das ausstatten. Das ist einfach die Hölle auf Erden. Perfekt, Alter. Das ist just perfection, Bruder. So, ich mache jetzt das hier. Setz sie alle hier rüber. Und das ist so irre. Und baue jetzt hier drüben nochmal einen Aufenthaltsraum. Und eine Toilette. Dahin. Und hier eine... Das ist so geil mit dem automatisch ausfüllen, ehrlich gesagt. Perfekt. Bruder.
Also, ich weiß nicht, aber ich finde den Stil von diesem, ich finde den Stil sehr, sehr gut, muss man sagen. Ich finde den Stil äußerst gut. Wundervoll. So, und jetzt können wir hier drüben diesen Raum entfernen. Das hier ein bisschen rüber machen. Und diesen Raum hier, es ist echt relativ entspannt, das so groß zu machen. Größer machen. Perfekt. So, und jetzt kann ich hier mehr Leute einstellen. Aber erst, wenn wir wieder entwickeln müssen. Updates und Add-ons. Update für das hier. Und Update. Ich finde interessant, dass Updates anscheinend auch den Verkauf des Hauptspiels nochmal pushen. Addon sieht gut aus. Sad Story ist viel zu schwierig. Wow! Digga, was? Ich muss mal eine alte Engine updaten. Haben wir hier noch irgendwelche Features, die ich hier nicht drin habe? Nee. Nevermind, muss ich nicht updaten. Was ist denn mit der Forschung? Moment. Automatik abbrechen. Digga. Was haben wir hier? Für Engine Features. Primitive 2D-Block-Grafik. Geil. Man kann unterschiedliche Spiele in unterschiedlichen Büros entwickeln, ja. Ich will aber jetzt erstmal ein großes Studio haben, weil ich mich auf ein Spiel immer konzentriere. Ich denke, später ist es ganz cool, mehrere Büros zu haben, um dann unterschiedliche Games zu supporten, aber das ist bei mir noch nicht relevant. Hm? Ich brauche ein Support-Team. Fällt mir gerade auf. Sad Story. Alter, Sad Story ist übel die geile Story. Wie lange ist denn das hier noch im Trend? 9 Wochen. 9 Wochen würde ich noch durchhalten und dann würde ich richtig reinpumpen. Ja, Forscher. True, true, true. Was ist hier schon wieder nichts? Wir sollen das mal machen. Warte mal. Okay, never mind.
Ey, selbst das Addon hier oben hat 133 umgesetzt, ne? Alter, es ist so ein verrücktes. Also, wir leben von Sad Story. Das ist, und das ist überhaupt keine Sad Story, ne? Machen wir mal ein Update dafür. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier reinpushen. Qualitätssicherung klingt geil. Was meint ihr? Was soll ich zuerst machen hier unten? Ich habe ein bisschen Geld. Trainingsraum klingt auch interessant. Ihr sagt alle Qualitätssicherung. Wir machen mal Qualitätssicherung. Und ich gehe mal ein bisschen mehr in die Forscher rein. Arbeitsmarkt. Wissenschaftler. Arbeitsmarkt. Wissenschaftler. Dann kommen wir hier auch ein bisschen schneller voran, ne? Nicht zu viel, vielleicht noch einen. Na gut, nehmen wir den noch mit. So, wie sieht's hier aus? 5 Wochen noch. Ich bringe aber noch mal ein Update fürs Sad Story raus. Ein zweites Update. Das liegt mehr Fokus auf Sound. Das ist so ein Tanz-Update. Passwort-Saves. Sad Story Add-on 2. Oh, hier ist jemand richtig krass. Sound Artist. Den nehmen wir mal mit rein. Game Designer können wir auch noch mitnehmen. Wissenschaftler. Also ein bisschen reinpushen. Machen wir erstmal die Bugs weg. Noch 2 Wochen und dann kommt ein neuer Trend. Alter, das Gameplay hier, ne? Fucking crazy.